einerseits von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, andererseits vom Brandenburgischen Landtag, wo er auch politisch tätig ist, mit einem Beitrag aus seiner Dissertation, die im Titel wie auch, da sind wir alle gespannt, auch im Inhalt wohl etwas anspricht, was langsam zur Sprache gebracht werden müsste, nämlich Selbst- und Weltmodelle der Achtsamkeitsbewegung, das geht ja noch, zwischen Selbstermächtigung und politischer Sprachlosigkeit. Das heißt, viele von uns wissen alles besser, aber wenn es darauf ankommt, was dann? Dann ist wieder Schweigen angesagt oder eben nicht. Also, Herr Jakob, da, bitte. Ich dachte schon, ich bin schon erschrocken, mein Gott. So, ja, vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich muss mich hier gerade noch kurz. So. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen über meine Dissertation und für die freundliche Vorstellung und auch danke für die schöne Musik und beruhigende Musik. Es gab mal einen englischen romantischen Schriftsteller, William Wordsworth, der seine Biografie schreiben wollte. Aber immer, wenn er in der Gegenwart angekommen war, war er nicht mehr derselbe. Und da er nicht mehr derselbe war, sah er auch seine eigene Geschichte mit neuen Augen. Also fing er wieder an von vorne. Doch als er fertig war, war er wieder ein anderer geworden. Also, Sie sehen schon, worauf das hinausläuft. Ich kann nur sagen, als ich jetzt nach 3 Jahren meine Dissertation für den heutigen Vortrag wieder aufgeschlagen habe, hatte ich auch gleich Lust, ein paar Dinge direkt neu zu schreiben. Vor allem wohl, da ich nach der Uni in ein neues Feld gegangen bin, die Politik, und da ich unter dem Eindruck der letzten 5 Wochen stehe, wie ja die meisten hier im Saal. Aber keine Sorge, ich habe mich beherrscht und mich nicht auf das Wordsworthsche Karussell eingelassen. Ich werde Ihnen heute also nicht etwas völlig anderes erzählen als angekündigt. Aber zumindest will ich doch meinen Fokus etwas verschieben und in der nächsten knappen halben Stunde eine zugegebenermaßen zugespitzte und vielleicht auch provokante These vorstellen. Meine These ist nämlich, dass die Popularität der Achtsamkeitsbewegung oder Strömung durch 3 entscheidende Faktoren zu verstehen ist. Erstens, durch die geschickte Modellierung der Achtsamkeit als eine für den Westen anschlussfähige Praxis, was ich als Verweltlichung beschreiben möchte. Zweitens, durch eine zahnlose Selbstermächtigung, die den überforderten Individuen unserer Gegenwartsgesellschaft Abhilfe bietet und zugleich politisch oder strukturell wirkungslos oder wenig stachelig bleibt. Drittens, und damit verbunden, erklärt sich die Popularität der Achtsamkeit durch eine Verschleierung ihres ethisch-politischen Programms, das ich als gesellschaftskritischen Individualismus bezeichnen möchte. Verweltlichung also, zahnlose Selbstermächtigung und gesellschaftskritischer Individualismus. Diese 3 Subthesen gliedern auch heute meinen Vortrag. Bevor ich aber auf die Thesen eingehe, muss ich noch etwas zu meinem grundsätzlichen kulturwissenschaftlichen oder soziologischen Ansatz sagen. Das ist wichtig, denke ich, damit Sie nachvollziehen können, wie ich zu meinen Thesen komme und weil ich noch eine gewisse Präzisierung und Einschränkung machen möchte. Viele Kolleginnen in der Soziologie haben sich die Augen gerieben, wenn ich sagte, dass ich zum Thema Achtsamkeit promoviere. Das sei doch ein psychologisches Thema, hörte ich dann oft. Da hatten sie auch durchaus recht. Zumindest gibt es ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allem psychologische und medizinische Arbeiten zum Thema. Also, was konnte ich darauf als Soziologe erwidern? Na, zum einen ist ja dieser Umstand eine außerordentlich ungewöhnliche Tatsache. Also, dass ursprünglich religiöse Praktiken plötzlich wie selbstverständlich im Zentrum der empirischen Wissenschaft stehen. Zumal ja etwa die Psychologie dem Religiösen gegenüber ein recht kritisches Verhältnis hat. Zum anderen aber, und das ist hier ganz besonders wichtig, geht der Diskurs um Achtsamkeit deutlich über die psychologische Beforschung und den psychologischen Aspekt hinaus. Moralische Fragen, philosophische und anthropologische Annahmen
und auch Kultur- und gesellschaftskritische Reflexion sind ja Teil des Diskurses um Achtsamkeit. Ich bezeichne dieses Knäuel und an Bildern und Annahmen als Selbstweltmodelle. Damit meine ich konkret artikulierte Vorstellungen und Ideen über den Menschen, über die Welt, in der sie leben und über die Selbst- und Weltbeziehung. Diese Selbst-Welt-Modelle fungieren in meinem Ansatz als Scharnier für die Frage, wie sich Achtsamkeitspraktiken und unsere Gesellschaft und Kultur gegenseitig bedingen, wie sie miteinander verflochten sind. Ich habe also einen konstruktivistischen Blick auf die Achtsamkeitspraktiken. Ich frage nicht, was wahr ist, zum Beispiel gibt es ein Selbst oder nicht, sondern ich frage nach der gesellschaftlichen Bedeutung, zum Beispiel also, in welchem gesellschaftlichen Kontext wird so ein achtsames Selbstmodell kommuniziert oder vermarktet. Daraus ergibt sich eine Methode der Dezentrierung. Meine Analyse beginnt am Konkreten, den Achtsamkeitspraktiken, und erweitert davon ausgehend den Blick kulturell und gesellschaftlich und kehrt doch immer wieder ans Konkrete zurück, indem sie etwa Zeitdiagnosen an die konkreten Achtsamkeitspraktiken zurückbindet. Apropos konkret, ich habe in meiner Dissertation einen Korpus von 14 Achtsamkeitsbüchern aus verschiedenen Bereichen der Achtsamkeitsströmung untersucht. Sie sehen hier alle Bücher auf der Folie, also im Bereich der Vipassana-Meditation zum Beispiel, den Klassiker von Nyan Ponika, The Heart of Buddhist Meditation und Bücher von Kornfield und Goldstein, Bücher von Thich Nhat Hanh aus dem Bereich der Zen-Achtsamkeit und aus dem Bereich der entbetteten oder säkularen Achtsamkeit Bücher von Jon Kabat-Zinn und anderen. Wenn ich von der Achtsamkeitsbewegung oder der Achtsamkeit spreche, dann will ich übrigens weder alles unter einen Kamm scheren, noch suggerieren, es gebe die eine oder gar eine richtige Achtsamkeitsdefinition. Vielmehr halte ich die Achtsamkeitsbewegung für heterogen. Denn ich konnte zum Beispiel in diesem Korpus zeigen, dass drei idealtypische Selbstweltmodelle der Achtsamkeit differenziert werden müssen. Erstens, das sezierend distanzierte Selbstweltmodell, das vor allem im Kontext der Vipassana-Meditation vorkommt. Durch die sezierend distanzierte Beobachtung der Sinneswelt soll das Leiden mittels einer sittlichen Vervollkommnung und mittels der befreienden Einsicht etwa in die Vergänglichkeit der Dinge überwunden werden. Das Versprechen des ersten Achtsamkeitsmodells ist, vervollkommne das Selbst und sehe die Welt, wie sie ist, und du wirst erlöst werden. Zweitens, das interessiert sorgende Selbstweltmodell, das sich über die drei Bereiche hinweg erstreckt. Die meditativ interessierte zugewandte Beobachtung dient dazu, das eigentliche Selbst zu erfahren und die Verbundenheit und Lebendigkeit mit der Welt zu erfahren. Das Versprechen ist hier, fühle und frage nach dem Besonderen und du wirst das eigentliche Leben spüren. Drittens, das verfügend funktionalistische Selbstweltmodell, das ausschließlich im dritten Bereich der entbetteten oder säkularen Achtsamkeit aufzufinden ist. Obwohl es Elemente der vorigen Modelle enthält, zielt die Übung letztlich auf ein Selbst, das über die Zwecke der Verwendung von Achtsamkeit frei verfügen kann. Hier ist das Versprechen, mithilfe der achtsamen Tools kannst du die inneren Hindernisse beseitigen, die dich davon abhalten, deine Ziele und deine Zwecke zu verfolgen. Zu diesen Bereichen und Modellen ließe sich natürlich viel sagen. Ich fokussiere mich aber heute vor allem auf Jon Kabat-Zinn, Gründer des MBSR, und die meisten von Ihnen dürften ihn ja kennen. Auch wenn ich Kabat-Zinn eher zum zweiten Modell, der interessiert sorgenden Achtsamkeit, zähle, so ist seine Modellierung der Achtsamkeit doch ein Meilenstein für die Popularisierung der Achtsamkeit und damit auch für das dritte Modell, auf das meine These wahrscheinlich besonders zutrifft. Kommen wir also zur Herleitung der ersten These, die Verweltlichung. Kabat-Zinn hat das Kunststück vollbracht, Achtsamkeit für den westlichen Mainstream anschlussfähig zu machen. Dabei stand er, so meine ich, vor einer doppelten Schwierigkeit. Zum einen musste er gegen den Vorbehalt angehen, bei der Achtsamkeitsmeditation handele es sich um ein genuin religiöses oder esoterisches Phänomen oder Praxis. Dies stünde ansonsten im Widerspruch zu einem empirischen, wissenschaftlichen Weltbild.
Zum anderen musste er Achtsamkeit vom damals weit verbreiteten Bild einer asketischen und weltabgewandten Praxis abgrenzen. Ein Bild, das sich ausgehend von der frühen Rezeption vor allem des Theravada-Buddhismus um 1900 herum im Westen verankert hatte. Dieses asketische Bild stünde ansonsten konträr zum westlichen, konsumistischen und arbeitsamen Lebensstil. Kabat-Zinns Modellierung der Achtsamkeit hebelt diese Herausforderungen durch eine Verweltlichung aus. Damit meine ich einerseits seinen Versuch, Achtsamkeit konsequent aus dem Weltbild des Buddhismus in eine für das wissenschaftliche Weltbild anschlussfähige Sprache zu übersetzen. Zum Beispiel, indem er Dukkha zunächst gar nicht verwendet und stattdessen mit dem Begriff Stress einen seit den 30er Jahren immer populäreren Diskurs aufnimmt. Ein anderes Beispiel wäre die empirische Evaluation von gesundheitsfördernden Effekten. Achtsamkeit lässt sich so als wissenschaftlich fundiert präsentieren. Zum anderen meine ich mit Verweltlichung seine Modellierung der Achtsamkeit als eine Praxis, die ihren primären Ort nicht im zurückgezogenen Retreat, sondern im Alltag hat und gerade die achtsame Weltbeziehung in der Hinwendung zum Alltäglichen besteht. Das zeigt sich etwa an dem Konzept der Impermanenz. Statt von einer Vergänglichkeit zu sprechen, welches sich im Modell der distanziert weltabgewandten Achtsamkeit findet, spricht Kabat-Zinn von einer Appreciation of the Present Moment oder gar von Our Appreciation of Impermanence. Kurzum, mit der Verweltlichung gelingt es Kabat-Zinn, Achtsamkeit sowohl gegen eine säkulare Skepsis als auch gegen das Vorurteil der Weltabgewandtheit zu behaupten. Vor allem aber modelliert er Achtsamkeit als ein Angebot, das in unserer modernen Welt auf fruchtbaren Boden fallen konnte. Damit komme ich zur nächsten These, die zahnlose Selbstermächtigung. Die meisten von mir untersuchten Bücher durchzieht eine welt- oder gesellschaftskritische Note. Und das gilt ganz besonders für Jon Kabat-Zinn. Im Fokus steht bei ihm die Diagnose einer gehetzten, beschleunigten Welt, die die Menschen überfordere. Und in der Tat, diese Problembeschreibung deckt sich ja mit der Alltagserfahrung und mit soziologischen Gegenwartsdiagnosen. Auch wenn die Diagnose, es wird immer alles schneller, so alt ist wie die Moderne, vor allem in den letzten 30 Jahren ist ein rasanter Beschleunigungsschub festzustellen. Dieser Beschleunigungsschub hat zu einer Zeiterfahrung geführt, die ich als gefühlt bedrängte Gegenwart beschreibe. Gefüllt ist diese Gegenwart durch die Explosion von Kommunikationsmöglichkeiten, der beschleunigten Mobilität, zum Beispiel Flugzeuge, und der medialen Überwindung von Raum und Zeit, sodass auch das vormals entfernte Live auf unserem Bildschirm zu verfolgen ist und uns bedrückt. Bedrängt ist diese Gegenwart durch die Menge an Informationen und Deadlines, die nicht alle eingehalten werden können, von dem Druck, sich an alle technologischen und sozialen Änderungen anzupassen und von bedrohlichen Zukunftsszenarien wie zum Beispiel der Klimakrise. So gesehen ist ein überfordertes Individuum nur zu verständlich. Entweder man versucht im Hamsterrad mitzuhalten und droht dabei auszubrennen, oder aber man steigt aus und droht damit zumindest teilweise die Verbindung zu sich selbst und zur Welt zu verlieren. Letzteres hat bereits vor 100 Jahren Georg Simmel, einer der Klassiker der Soziologie, in seinen Essays zur Großstadt beschrieben. Die Reizüberflutung führe zu einer spezifischen Indifferenz zur Welt, einer Gleichgültigkeit, die er Plasiertheit nennt. Da gibt es noch so einen Moment der Aggression dabei bei Plasiertheit. Um es etwas abstrakter auszudrücken, die Beschleunigung bzw. die gefühlt bedrängte Gegenwart bedingt tendenziell einen Selbst- oder einen Weltverlust. Achtsamkeit verspricht dir eine Alternative, nämlich eine erfüllt offene Gegenwart ist möglich, durch Achtsamkeitspraktiken und das Einüben von Gelassenheit. Um das mit den Begriffspaaren von Kabat-Zinn zu sagen, Being statt Doing Mode, Response statt Reaction. Kurzum, ich sehe als zentralen Faktor bei der Popularisierung der Achtsamkeit das Versprechen der Freiheit und Selbstermächtigung. Also das Versprechen, als Individuum auch in dieser beschleunigten Welt selbstwirksam sein zu können. Warum aber spreche ich von einer zahnlosen Selbstermächtigung? Dafür gibt es zwei Gründe und fangen wir mit vielleicht dem offensichtlicheren an und mit einer kleinen Anekdote.
Ich saß 2014 in Israel in einem 14-tägigen Vipassana-Retreat der Mahashi-Tradition, einigermaßen zufällig und ohne viel Vorerfahrung. Ein durchaus intensives Erlebnis, wie sich vielleicht viele von Ihnen hier vorstellen können. Schmerzen, Langeweile, Zweifel, das ganze Programm. Und Momente mir bis dahin unbekannter Ruhe und Lebendigkeit. Aber ich erzähle das hier nicht wegen der Zeit im Retreat, sondern wegen der Zeit danach, als ich wieder zurück in Tel Aviv war, in dieser tosenden Metropole. Hatte mich die Reizüberflutung vor dem Retreat noch ziemlich ausgelaugt, so war für mich plötzlich das Leben im Großstadtgetummel viel leichter zu ertragen. Mein Geist schien all die Reize viel schneller und entspannter verarbeiten zu können, so als ob in einen Rechner ein neuer CPU eingebaut worden wäre und ein neuer Grafikchip noch dazu. Ich nahm das Getummel klarer wahr und doch trafen mich die Reize nicht mehr bis ins Mark. Es war ein angenehmer Puffer zwischen mich und die Stadt getreten. Hatte ich zuvor noch einen Kulturschock befürchtet, so fühlte ich mich jetzt nach dem Retreat in dieser lauten, hastigen Stadt seltsam wohl. Gerade das aber faszinierte mich soziologisch. Und gerade das ist es auch, was aus soziologischer Perspektive zu etwas Zurückhaltung bei dem Versprechen der Selbstermächtigung mahnt. Denn aus einer zeitsoziologischen Perspektive lässt sich dann Achtsamkeit recht nüchtern als eine Anpassung an die Beschleunigungsgesellschaft deuten. Sprich, wenn die Reize einen nicht mehr so tangieren, kann sich das Hamsterrad ja auch weiterdrehen. Etwas breiter gefasst, um in dieser Welt klarzukommen, braucht man eine situative Identität oder flexible Persönlichkeit, wie die Zeitsoziologie das nennt. Diese orientiert sich nicht mehr an einem festen Lebensplan, sondern gestaltet ihr Leben aus dem Hier und Jetzt heraus. Metaphorisch und mit dem von Kabat-Zinn verwendeten Bild gesprochen, you can't stop the waves, but you can learn to surf. Soziologisch gesehen ist diese Selbstermächtigung also wenig stachelig. Und dafür gibt es noch einen zweiten Grund, die politische Sprachlosigkeit. Um die These der politischen Sprachlosigkeit zu erläutern, möchte ich noch einmal einen kleinen Schritt zurück und genauer darauf schauen, wie Kabat-Zinn die Notwendigkeit und Dringlichkeit von Achtsamkeit begründet und legitimiert. Das gilt übrigens in allen Büchern, die ich untersucht habe, aber in unterschiedlicher Intensität. Kabat-Zinns Legitimierungsstrategie beginnt mit einer Diagnose des Leidens, Stress, Dis-Ease oder in späteren Arbeiten dann doch mit dem buddhistischen Terminus Dukkha. Die Leidensdiagnose belässt Kabat-Zinn aber nicht auf der individuellen, psychologischen oder medizinischen Ebene. Sie werden vielmehr, und das ist jetzt der zweite Schritt, eingebettet in verschiedentlich ausbuchstabierte kulturelle, gesellschaftliche und ökologische Krisendiagnosen, also zum Beispiel einer beschleunigten Welt, wie gerade ausgeführt. Aber auch wenn Kabat-Zinn, und das ist der dritte und springende Punkt, diese gesellschaftskritische Rahmung explizit und ausführlich beschreibt, taucht doch letztlich immer eines als Angelpunkt einer möglichen Transformation auf, der menschliche Geist oder die Psyche. Auf Grundlage dieser Annahme wird es dann auch erst sinnvoll, der vierte und letzte Punkt, eine psychologische Ätiologie auszuführen, also Annahmen darüber zu treffen, was zu dem Leiden führt, etwa ein inneres Verschließen, der Doing Mode oder der Automatic Pilot. Die Legitimierungsstrategie kann man also zusammenfassen als ein Reduktionismus. Kabat-Zinn benennt zwar eine gesellschaftliche Ebene, doch letztlich ist Achtsamkeit für ihn die Lösung. In seiner Modellierung kommt die sozial strukturierte, kulturell geprägte und ökonomisch durchdrungene Welt lediglich als Epiphänomen vor. Dieser Reduktionismus birgt die Gefahr, dass eine womöglich erreichte Selbstermächtigung mit einer politischen Sprachlosigkeit einhergeht. Denn wenn gesellschaftliche Diagnosen lediglich psychologisch verstanden werden und als individuell lösbar erscheinen, wird beispielsweise die Diagnose einer Beschleunigung der Welt unter der Hand zu einem psychisch zu bearbeitenden Problem und gerade nicht politisch adressierbar. Diese Tendenz verschärft sich noch, wenn dabei vermeintlich allgemeingültige Theorien über den Menschen oder über das Sein eingeführt werden. Ein Beispiel wäre das oben angeführte Surfen, das Kabat-Zinn letztlich auf die Annahme einer universalen und fundamental Impermanenz zurückführt.
Die Vermengung aber von historisch-gesellschaftlichen und fundamentalen Strukturen führt zur Gefahr der Naturalisierung bestehender Verhältnisse. Sprich, die Beschleunigungsgesellschaft samt ihrer flexiblen Lebensverhältnisse wird als Ausdruck fundamentaler Unbeständigkeit erkannt, anstatt sie als konkrete, historisch gewordene und gemachte Struktur zu verstehen, die in ihrer Gemachtheit auch benannt und verändert werden könnte. So gesehen ist die Selbstermächtigung der Achtsamkeit soziologisch gesehen relativ zahnlos. Sie kann so auch in verschiedenen Bereichen implementiert werden, ohne gleich das System oder die soziale Rahmung, also zum Beispiel der Unibetrieb oder ein Unternehmen, in Frage zu stellen. Damit komme ich zur dritten These, dem gesellschaftlichen Individualismus. Letztlich habe ich an dem letzten Teil schon eine Frage angeschnitten, nämlich eben, wie genau Transformation stattfindet oder sich vollzieht. Und dazu gibt es natürlich in der Soziologie tausende Bücher. Grundsätzlich stehen dabei Theorien, die beim Individuum anfangen, Theorien gegenüber, die bei der Gesellschaft oder den Strukturen ansetzen. Die Transformationstheorie der Achtsamkeit lässt sich jetzt, so kann man ableiten, als ein gesellschaftskritischer Individualismus bezeichnen. Dieser Individualismus ist sogar radikal, würde ich sagen. Denn es wird nicht nur das Individuum zum Dreh- und Angelpunkt der Transformation erhoben. Vielmehr gibt es keine Vorstellung von etwas Institutionellem, worauf denn individuelle Transformation hinauslaufen könnte. Dieser gesellschaftskritische Individualismus ist also kein Bottom-up-Ansatz, wie ihn häufig Graswurzelbewegungen vertreten. Die Gesellschaft wird rein additiv als Versammlung Einzelner verstanden, womit sich der Begriff von Gesellschaft letztlich erübrigt. Es klafft eine unüberbrückbare Lücke zwischen einem selbstermächtigten Individuum auf der einen Seite und eben einem inhaltslosen Gesellschaftsbegriff oder einem etwas ungreifbaren globalen. Beispielsweise eben, wenn Kabat-Zinn ernstzunehmende Probleme anspricht, aber letztlich dann sozusagen in der Bearbeitung auf individuelle Ebene übergeht. Worauf es mir hier aber ankommt, auch just dieser Ansatz, der die Arbeit am Individuum forciert, bleibt eine ethische oder politische Position. Es mag zwar in einer liberalen oder individualistischen Gesellschaft plausibel erscheinen, gegen Stress Achtsamkeit ins Feld zu führen, aber das ist eben voraussetzungsreich. Weshalb soziale Probleme wie Ungleichheit zum Beispiel oder Beschleunigung infolge von ökonomischen Wachstumsregimen gerade in meditativen Praktiken und nicht etwa zum Beispiel im gewerkschaftlichen Engagement angegangen werden sollten, bleibt vor allem eines erklärungsbedürftig, beziehungsweise eben eine Frage, welche Transformationstheorie zugrunde gelegt wird. Ich möchte hier keiner dieser Theorien das Wort reden. Wohl aber möchte ich sagen, dass über eine solche politische oder ethische Position in einer pluralistischen Demokratie diskutiert und gestritten werden kann und muss. Und ich denke gerade auch in Zeiten wie diesen. Gerade diese Streitbarkeit spricht aber einen wunden Punkt an. Denn Achtsamkeit übt sich, und das in vielen Kontexten ja auch völlig zu Recht, im Zuhören, im Verständnis und in der Einsicht, nicht aber unbedingt im Streitgespräch. Dabei erscheint mir die offensiv vorgetragene und vermeintliche wissenschaftliche Fundierung problematisch zu sein. Denn als ethisch-politische Position des gesellschaftskritischen Individualismus ist Achtsamkeit weder wissenschaftlich begründet noch unausweichlich oder alternativlos. Auf das Problem des überbordenden Stresses etwa in Bildungseinrichtungen, Unternehmen oder in privaten Lebensvollzügen gibt es viele Möglichkeiten zu reagieren und verschiedene soziale Ebenen, auf denen gehandelt werden könnte. Ob Achtsamkeit ein oder der Lösungssatz sein sollte, ist also keine empirische oder wissenschaftliche, sondern vorrangig eine deliberativ zu bearbeitende Frage. Und damit komme ich auch schon zum Schluss. Wherever you go, there you are. Mit dem Titel von Kabat-Zinns zweiten Buch lässt sich der Kern meines Vortrags zusammenfassen. Egal wo und in welcher Gesellschaft das Individuum lebt, es ist beides zugleich, das Problem und die Lösung. Ich habe daran heute so einige kritische Punkte aufgezeigt, möchte aber nicht ganz so düster enden. Denn das soeben angeführte deliberative Moment
lässt sich auch anders darum und produktiv denken. Wenn Achtsamkeit in bestehende Institutionen eingeführt wird, kommt es unweigerlich zu konkreten, manifesten Widersprüchen, etwa zwischen Leistungsdruck innerhalb der Universitäten einerseits und einer Haltung der Gelassenheit und Ruhe andererseits. Als ich beispielsweise 2014 aus dem Retreat zurück in die turbulente, hektische Stadt kam, reagierte ich ja nicht nur gelassener auf die ganze Reizüberflutung, sondern auch auf Zeiten des Nichtstuns, der Pausen und des Wartens und war damit, wie mir schien, einer der wenigen in der ganzen Stadt. Wenn nun diese Widersprüche gerade nicht individualisiert würden, könnten diese von Achtsamkeitspraktiken hervorgebrachten Spannungen auch einen soziologischen Lern- und Reflexionsprozess anstoßen. Es müsste dann um die Frage gehen, wie sich solche Erfahrungen in eine Sprache übersetzen ließen, mit der öffentlich und politisch diskutiert und gestritten werden kann. Das könnte etwa die Frage sein, welche politischen Entscheidungen den Leistungsdruck an Unis erhöht haben. Oder die Frage, weshalb die politische Kommunikation so getrieben ist und so wenig Raum für Nachdenklichkeit lässt. Oder nach der Rückkehr aus dem Retreat in die Großstadt die Frage sein, warum denn das Nichtstun gesellschaftlich so in Misskredit geraten ist und ob wir nicht ein Recht auf Faulheit oder Nichtstun bräuchten. Sie sehen schon, ich hätte so ein paar Fragen und Ideen. Aber leider drängt ja meistens die Zeit und mir zumindest bleibt wenig Zeit dazu. Von daher bin ich sehr gespannt, was ich heute noch so alles für spannende Ideen mitbekomme und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.